Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute Montag, der 12.06. Ich habe seit 7 Uhr Feierabend. LKW kaputt. Nicht schön, aber machen wir das Beste draus. Ne? Kein Video drehen ist auch keine Lösung. Alrighty. Ich komme nach Hause. Da hatte mein Nachbar mir schon am Wochenende eine WhatsApp geschickt, sagte, hey, da guckt ein Paket halb raus, das ist schon so ein bisschen durchgefeuchtet, seht ihr hier, bis zur Hälfte durchgefeuchtet. Und ja, Baustelle vom Haus, tut mir leid, ne? Die Bauern bauen auch den ganzen Tag, okay? Und da hat es mir aus dem Briefkasten gefischt und in meinen Trockner reingesteckt, aber nicht um den anzumachen, sondern das ist so der Platz, an dem die das immer hin tun, wenn ich mal nicht zu Hause bin. So. Was haben wir denn da? Heinrich Böker Baumwerk GmbH, Schützenstraße, Solingen. Alrighty. Unboxing. Tabletop. Nein, doch. Da sind wir im Tabletop. Und als Unboxing-Messer haben wir mein Scalpelli. Ja, von Florian Karp. Uhi. Ja, so ein Dreckszeug, wo man sein Messer schön mit rannehmen kann. Ne? Scalpelli. Okidoki. Scalpelli. Flow Knives. Dann haben wir hier. Nippel durch die Lasche ziehen, das geht hier nicht. Der war schon feucht. Feuchte Sachen sind eigentlich immer gut. Ja? Aber, naja. Und hier haben wir es. Von der Firma Böker oder bei der Firma Böker bestellt, beim Schnorris gesehen, Böker Plus Tech Tool 1 Titan für 49,95 €. Wie folgt, gibt es auf, ich glaube, Amazon oder eBay. Eine Zahlung erfolgte per eBay 49,95 €, weil die Firma Heinrich Böker Baumwerk auf der eigenen Seite kein PayPal anbietet. Und ich bin halt so ein PayPaler. Ne? Alrighty, 49,95 €, that's great. Und das kommt hier in so einer schicken Verpackung. Eingewickelt das kleine süße Miststück in so einem Butterbrotpapier. Und da haben wir es. Da haben wir es. Ein ausgewachsenes Taschenmesser. Na? Mit dem Glasbrecher, den hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Den Daumennagel, die Daumennagelrille oder Nagelrille hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Da steht Böki drauf, da. Da steht auch Böker drauf, Böki Böki. Ne? Wir haben einen Deep Carry Pocket Clip, der ist umsetzbar. Ne? Na da, aber nicht na da. Also. Der ist umsetzbar, ist auch ein Slippy, ne? Also es ist, aber naja, der Herbert Reul will ja schon wieder hingehen und die Fäser, genau, die Fäser. Wir hatten jetzt am Wochenende, glaube ich, hatten wir eine ganz schöne, wie soll man sagen, eine Messerrazzia auf den Partymeilen. Da war einer, der hatte 6 Messer dabei, es muss wohl einer von den Messerjunkies oder den Unbemesserten gewesen sein oder von den Messerfreunden, ja, auf dem Weg zu einem Treffen, einem Meeting. Ne? Da, Brand of, ne? Ist höchstwahrscheinlich made in China und zwar bei dem Verein, der auch für Ruike, also Ruike, R-U-I-K-E, die Messer gebaut hat. Ich werde das, wenn ich das reviewe, natürlich dann auch damit vergleichen, selbstverständlich, und dann werde ich aufdecken, dass das die gleiche Firma war. Also 12C27, ja, soweit ich weiß, as far as I know, 12C27 Griff aus Titan, Glasbrecher, umsetzbarer Clip. Der ist Tip down rechts oder ihr macht das Tip up rechts, so habt ihr das. Den, die,
die Klinge, also wenn du den hier hin umsetzt, die Klinge dann nach da im Saum drin. Jetzt müsst ihr natürlich beim Umsetzen der Schrauben aufpassen, dass ihr die auch richtig hier einfasst, weil wenn ihr nämlich die falsche Schraube da benutzt, ne, von da nach da, ne, am besten nehmt ihr nämlich wirklich die da sind, weil sonst verklemmt das die Klinge und ihr kriegt das nicht mehr geöffnet. Das ist dann das Problem, was ihr dann habt. Ja, ansonsten wirklich schönes Messer. Ne? Spinewreck-Test mit dem Slip-Joint ist natürlich schon ziemlich spacko, aber das ist vollkommen egal. Ich will nur zeigen, ja, bei Böker oder wem auch immer sind die Slip-Joints immer noch besser als die Backlogs vom Polfas oder wie der heißt. Der Dietmar aus Burscheid. Ne? Zack. Sehr schön. Nehmen wir einfach mal zwei. Ne? Wäre schön, wenn man nicht am eine Schleifkerbe hängen bleibt. Klar. Ne? Da hätte der Rambo seinen Spaß dran. Alright. Und das Schlimmste, was du deinem Taschenmesser antun kannst, ist die Benutzung oder damit Cardboard, also Pappdeckel, würde man meins sagen, Karton zu schneiden, Kartonagen. Weil, wer es zum Beispiel weiß, ist in der Not, kannst du zum Beispiel auf Kartonage dein Messer abziehen. Das ist wie so ein Stop. Wisst ihr, was ich meine? Das funktioniert, weil darin enthalten Holzfasern, die dann entweder schärfen, je nachdem wie man es benutzt, oder stumpf machen. Ne? Jetzt hole ich mir mal. Ihr könnt euch ja mal in der Zeit an dem Anblick ergötzen. So ein Stück Holz. Um zu gucken. Entschuldigt. Übrigens Holzschliff mit Sekundärphase. Ne? Das beißt sich sehr angenehm ins Holz. Das liegt auch mit einem Vierfingergriff ganz ordentlich. Ja, das hier ist übrigens vom Krafttraining, also das sind keine Spielen vom Messer. Nicht vom Onanieren. Ne? Oder warte. Fakt ist allerdings, dass die Maserung der Titangriffschalen, wenn man es einfach mal so, das Muster auf der Titangriffschale, hinterlässt Eindruck auf der Hand, ne? Aber bis jetzt nicht unangenehm. Ne? Zack, zack, zack. Freuen sich meine Nachbarn wieder, die dann sagen, da liegt ja Holz auf dem Rasen. Wir wollen es doch hier schön haben. Ja, dann ziehst du bitte aus. Ich will das auch schön haben. Zieh bitte aus. War Spaß, ich mag meine Nachbarin, die sind top. Ja. Sehr schönes, angenehmes 42A konformes Taschenmesser. Nicht made in Germany, ich denke mal made in China. Ja, that's right. Und machen wir mal ganz kurz. Wie gesagt, das ist noch kein Review. Das Review ist halt die Bewertung. Na? Gramm? 0 Gramm? 40 Gramm? 40 Gramm? Oh my goodness. Ich weiß nicht, bei 40 Gramm, ich mach's nochmal. Da. So. Tara. Gramm, das stimmt nämlich. Das ist das Problem mit diesem blöden Tisch hier. Ja, also nicht so messen, sondern so. Das ist das Problem, weil das alles ein bisschen uneben ist. Ja, ein alter Tisch. Ne? Da ich davon ausgehe, zu 100%,
dass dieses Messer von dem vom selben Band gefallen ist wie die von Ricky, wage ich jetzt einfach mal davon auszugehen, dass das Messer genauso tadellos gearbeitet ist und die Hitzebehandlung oder Wärmebehandlung funktioniert hat wie bei jedem anderen Ricky Messer, und die haben wirklich tadellose Messer rausgeklöppelt. Und man könnte davon ausgehen, dass die Messer, die auch für Ricky gebaut wurden, derselben Werkstatt hergestellt werden. Es gibt nicht ganz so viele richtige große Messerwerkstätten, die große Stückzahlen produzieren können. Ja, einfach mal davon auszugehen, dass das dieselbe Werkstatt ist oder dieselbe Fabrik ist, in der die, zum Beispiel die ganzen Sanrin-Mus und Gansos und sowas hergestellt werden. Ne? Die laufen Tag und Nacht. Das sind sowas, das ist sowas wie ein Timesharing-Unternehmen. Ne? Ich meine, QSP produziert da auch. Ne? Jo. Alrighty. Dann haben wir noch. Zifferzelle. So sagt man in Köln. Was das Ding für Maße hält. War jung. Eine Klingenlänge von 7 cm. Oder im Prinzip 7,3, 7,4 verwertbare Klingenlänge 7, eine Gesamtlänge von 16,5. Wenn man den Glasbrecher noch dazu zählt, sind es 17. Ja. Und the Regals are the Regals. And the Bagels are the Bagels. Wo ist mein? Da ist er noch. mm Klingenstärke. Natürlich hier unten, was soll man da messen? Vor der Phase sind wir bei 0,1. Und eine Klingenhöhe von 16,5. Griffdurchmesser 9,9. Und Griffhöhe 19,1. Das ist immer so ein bisschen. Das verändert sich ja mit den Bögen und so. Also ist schon, wir haben es genietet und geschraubt. Das ist schon sehr schön gemacht. Das freut mich. Und innen drin sind die Kanten, die sind gebrochen. Ja, also für 50 Euro im Sale bei Böki kocht man da echt nicht verkehrt. Und das ist schön. Das dürfte eigentlich keine mehr Angst machen. Und ich finde, Titan ist so irgendwie das Griffmaterial der neuen Gentleman-Taschenmesser. Finde ich. Ne? Muss nicht immer unbedingt sein. Carbon und Titan ist natürlich beides cool. Ne? Alright. So, das war mein erster Eindruck und ja, erste Tests, erster Eindruck, Unboxing. Ja, das Böker Tech Tool 1 im Sale für unter 50 Mücken bei Böki. Kann man kaufen. Muss man nicht, kann man aber. Alrighty, so, ich schwinge mich auf mein Fahrrad, genieße den Vormittag. Weiß ja nicht, ob ich das Video heute veröffentliche oder morgen. Auch ein schickes Shirt, ne? Ob ich das Video heute oder morgen veröffentliche, denn ich will gleich noch ins Fitnessstudio, vielleicht noch ein bisschen Fahrrad fahren. Vielleicht gehe ich auch noch heute Nachmittag ins Schwimmbad. Mal gucken. Hab ja Zeit. Ne? Alright, so. Wie immer gilt, tschüss, mal die Hut, schwenkt die Rutsche ab und schwenkt die Kapp. Hey, Waldmeister. Messermeister. Bye bye. Applaus, Applaus, Applaus.